Hallo, ich möchte heute mit euch über ein Buch sprechen, das mich leider nicht komplett überzeugen konnte, von dem ich aber glaube, dass eine Rezension für einige von euch ganz interessant wäre, da es die Neuerscheinung bzw. das neueste Buch einer bekannten Autorin ist, und zwar That Night, Schuldig für immer von Chevy Stevens. Ich habe von Chevy Stevens alle vorher erschienenen Thriller gelesen, das waren drei insgesamt. Ich fand alle richtig, richtig gut, war total überzeugt von ihr und habe deswegen dieses Werk direkt vorbestellt, unsinnigerweise deshalb, weil es im August erschienen ist und ich meine, es ist jetzt Oktober und ich habe dieses Buch diesen Monat gelesen und irgendwie hätte ich mir schon denken können, dass ich im heißen August nicht unbedingt Lust auf einen Thriller habe, aber ich musste es einfach sofort haben. Ich meine, es ist ein Taschenbuch, preislich wird sich daran sowieso nichts ändern, also ist es relativ egal, aber naja, wie das eben manchmal so ist. That Night, Schuldig für immer, wie gesagt, ist ihr neuester Thriller. In dem Buch geht es um Tony. Tony sitzt zu dem Zeitpunkt, an dem die Erzählung beginnt, im Gefängnis und zwar für den Mord an ihrer jüngeren Schwester Nicole. Nun ist es so, dass sie ihre Gefängnisstrafe von, ich meine, 13 Jahren abgesessen hat und so langsam auf freien Fuß kommen soll. Die Sache ist nur die, Tony ist unschuldig, was nicht nur bedeutet, dass sie eine Menge Groll mit sich herumträgt, weil sie natürlich unschuldig für Mord verurteilt wurde, sondern der wahre Mörder ihrer Schwester immer noch auf freiem Fuß ist. Tony wurde damals gemeinsam mit ihrem Freund Ryan verurteilt, auch dieser sitzt im Gefängnis, kommt mutmaßlich frei. Das ist noch nicht ganz klar zu Beginn des Buches, weil die beiden keinen Kontakt mehr haben. Und ja, auch dieser spielt ja natürlich eine Rolle in dieser unschuldigen, ungerechtfertigten Verurteilung. Das Buch spielt zu verschiedenen Zeitebenen, was ich grundsätzlich immer sehr, sehr gerne mag, weil man dadurch nochmal einen anderen Einblick in die Geschichte bekommt. Wir erleben Tony in der Jetztzeit eben, wie sie aus dem Gefängnis freikommt, wie sie versucht, sich wieder in die Gesellschaft und ins normale Leben einzugliedern. Wir erleben Tony zu der Zeit, zu der der Mord geschah, das heißt die Ereignisse 1996, die zum Tod von Nicole führen und eben was danach passiert. Und wir erleben sie während ihrer Zeit im Gefängnis, also wie sie sich dort so geschlagen hat, ob sie Freundschaften geschlossen hat oder nicht, wie sie da zurechtkam, wie es sie auch verändert hat. Das mochte ich wirklich gerne. Tony ist jetzt nicht unbedingt eine Protagonistin, mit der man wahnsinnig warm wird, was aber sicherlich eben an der Gesamtgeschichte liegt. Sie hat unheimlich viel erlebt, viel mitgemacht und das auch noch, obwohl sie eigentlich nichts dafür kann und ist dementsprechend nicht unbedingt der warmherzigste, vertrauensseligste Mensch. Aber man fiebert schon durchaus mit ihr mit. Jetzt ist es so, dass, und das ist das große Problem, was ich mit diesem Buch hatte, es sich hierbei meiner Meinung nach um keinen Thriller handelt. Ich habe bis zur Hälfte des Buchs gelesen und dachte, okay, es ist jetzt noch nichts wirklich Thrillermäßiges passiert. Klar, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ich finde das Ganze spannend und interessant, aber wirkliche Thriller-Elemente gab es in dem Ganzen noch nicht. Und bis zu dem Zeitpunkt hat es mich nicht wahnsinnig gestört, weil ich dachte, naja gut, das ist eben jetzt die ganze Geschichte, das gehört dazu. Ich finde es auch nicht langweilig und ich habe ja noch den kompletten zweiten Teil des Buches, damit das Ganze dann so richtig an Fahrt aufnehmen kann. Nur darauf habe ich leider vergeblich gewartet. Das Schlimme, oder was heißt das Schlimme? Ja doch, man kann es eigentlich schon sagen. Das Schlimme an diesem Buch ist tatsächlich, dass es keine großen Überraschungen gibt. Also wir wissen ziemlich bald, wer der Täter ist, die Täter sind, was auch immer, wie man es bezeichnen möchte. Das ist sehr früh klar. Und obwohl man sich dann lange noch denkt, naja, weiß nicht, vielleicht kommt da doch noch irgendein großer Umschwung oder so, ich habe darauf wirklich vergeblich gewartet. Es gab einen überraschenden Moment, ja, während der Schlussszenerie sozusagen. Aber dieser Moment hat an der Gesamtsituation nichts mehr geändert, sozusagen. Also dieser Moment hat nur das Motiv verdeutlicht oder nochmal ein bisschen in ein anderes Licht gerückt. Aber insgesamt hat es die Situation nicht verändert. Also es war jetzt keine große Wendung oder ähnliches.
Und ich wusste lange nicht, wie ich dieses Buch jetzt bewerten soll, denn es war gut geschrieben. Ich mag den Schreibstil von Shelby Stevens immer noch. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. Ich fand es wirklich, wirklich nicht langweilig, aber hätte man Roman drauf geschrieben, wäre es für mich persönlich sinniger gewesen. Ich habe das dann im Kopf mit Gun Girl von Gillian Flynn und Girl on the Train verglichen. Da fällt mir gerade die Autorin nicht ein, aber Rachel Hawkins, genau. Die beiden Bücher sind ja auch nicht als Thriller ausgeschrieben, weswegen viele Leser damit große Probleme hatten, weil sie relativ langweilig fanden. Aber sie sind auch nicht als Thriller ausgeschrieben, sie sind Romane mit psychologisch klug gemachten Spannungselementen. Es ist schwer zu beschreiben, ihr merkt es schon. Letzten Endes aber keine Thriller und ich finde, das hätte auch zu That Night gepasst. Deshalb habe ich dem Ganzen letztlich 3 Sterne gegeben. 3 Sterne unter dem Aspekt, dass es ein Thriller sein soll. Wäre es als Roman ausgeschrieben gewesen, hätte ich dem Ganzen vielleicht 4 Sterne gegeben. Aber ich finde schon, auch wenn ich da vielleicht zu kritisch bin, ich weiß es nicht, könnt ihr mir ja mal sagen, aber ich finde schon, dass es ein entscheidender Aspekt des Ganzen ist. Insbesondere, wenn ich es mit den Vorgängern vergleiche, die absolut Thriller waren und wirklich sehr, sehr spannend, dann kann ich dem Ganzen nicht ruhigen Gewissens 4 Sterne geben, obwohl ein Teil von mir es wollte, schon allein aus Loyalität zur Autorin. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr eine Autorin oder einen Autor wahnsinnig gerne mögt und dann kommt euch ein Werk dazwischen, das nicht ganz so toll ist und ihr habt das Gefühl, ihr könnt es einfach nicht schlechter bewerten. 3 Sterne sind ja auch keine schlechte Bewertung, aber tatsächlich das Maximum, was ich diesem Buch geben kann. Ich kann es euch trotzdem empfehlen, aber überlegt es euch gut, wenn ihr es unter dem Blickwinkel lesen möchtet, dass ihr einen nervenzerfetzenden Thriller haben wollt. Das war auch alles, was ich zu dem Buch zu sagen hatte. Schreibt mir gerne mal, ob ihr es schon gelesen habt oder noch lesen möchtet. Ich glaube, die Autorin ist ja doch wirklich sehr bekannt. Oder ob ihr sonst schon was von ihr gelesen habt oder auch nicht. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!